So, meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video und wie ihr sehen könnt, habe ich mich hier bei strahlendem Sonnenschein, ja, gerade natürlich eine Wolke davor, aber soweit in die Waschbox hier verzogen mit meinem wunderschönen Fünfer und dementsprechend, den habe ich längere Zeit nicht gewaschen, wie man hier ganz eindeutig sehen kann, hier ist einiges los auf dem Lack, da muss ordentlich was passieren, genauso wie auch, ja, guckt nicht, die Kratzer an, ist halt ein gebrauchter, aber die Insekten müssen wir auch soweit wieder richtig runterholen, boah, guckt euch da mal an, so viel zum Thema Insektensterben. Ja, also hier sind einige vorhanden. Felgen sehen soweit auch ein bisschen verschmutzt aus. Müssen wir auch auf jeden Fall was machen. Hier an der Seite genauso. Ja, also rundum einmal komplette Wäsche. Und das machen wir heute mit folgenden Sachen. Ihr seht das, es geht um den Hersteller One Wax. So nennt er sich. Ist ja relativ neu auf dem Markt. Hat aber ziemlich cooles Produktdesign. Durchsichtige Flasche finde ich immer wieder geil. Sieht schick aus. Schön bunt die Flaschen. Teilweise riechen sie auch ziemlich geil. Bei Instagram hatte ich dazu auch schon mal was gepostet, als ich die Sachen bestellt und bekommen hatte. Und dementsprechend, was ist das? One Wax Just Clean, also das Shampoo, das hat so einen kokosartigen Geruch, schnüffeln wir gleich nochmal eine Runde dran. Dann haben wir hier Pink Attack, das ist der Felgenreiniger, der Wheel Cleaner. Und dann habe ich noch zwei weitere Sachen, das ist einmal das Pure Beat, das werden wir heute ausprobieren, heute anwenden. Das ist nämlich ein Sprühwachs, da habe ich tierisch Bock drauf bei meinem Wagen. Und ansonsten wollte ich es euch nochmal zeigen, ich hatte es nämlich schon bestellt, aber werden wir heute noch nicht machen. Das ist eine Sprühversiegelung, Spray Coating Wet Energy, also das gibt es auch noch. Ja, und ansonsten natürlich, klar, für die Insekten, die drauf sind, benutzen wir gleich Dr. Wack Insektenentferner und probieren das Ganze. Natürlich habe ich auch wieder dabei schön zwei Eimerchen. Hier steht der eine mit meinem 83 MeToo Wonder 3 V3. Beste Trockentuch auf dem Markt. Genauso wie auch Waschhandschuh. Natürlich zwei Stück dabei. Gloria FM10. Endlich wie in alten Zeiten. Schön mit der Geroldsteiner Flasche. Und natürlich hier auch noch der zweite Eimer. Also legen wir los. Viel Spaß beim Video. Ab geht's. Okay, das erste, Pink Attack, der Felgenreiniger Wheel Cleaner. Ja, riecht ganz nett, ist okay. Ein bisschen strenger als manch anderer Felgenreiniger, aber noch im Rahmen absolut, wie ich finde. Und dann gehen wir jetzt hin, okay, hier oben der Verschluss, zack, gedreht. Also ihr seht es, wir haben genau hier eine Sperre, unten die Sperre und zweimal die Möglichkeit, hier auf Zerstäuben einzustellen. Und das Ganze machen wir auch und ihr seht ja, bei meinen Felgen ist jetzt nicht so die krasse Verschmutzung drauf, überall so ein bisschen. Warum? Weil das Dr. Wack Felgenwachs ja hier auf dem Lack drauf ist. Ja, also vom Zerstäuben her ist der Sprühkopf ganz gut. Ne? Und wenn ich jetzt mal hier so dick drauf schrühe, gelartige Formel vom Felgenreiniger ist auch soweit in Ordnung, so dass es nicht so komplett schnell abläuft. Und warum sprühe ich eigentlich so viel? Ich habe doch gar nicht so viel Schmutz drauf. Und guckt euch das mal an, krass, wie schnell der Wirkindikator abgeht. Das ist sau schnell. Krass. Das habe ich nicht gedacht. Guck mal, die ist ja schon von komplett. Der Name ist Programm. Pink Attack. Passt. Wunderbar. Mache ich die anderen Felgen und dann schäumen wir den Wagen gleich ein. Ah ne, erst Insekten entfernen natürlich, klar. Ja, circa 2 Minuten sind jetzt vorbei. Andere Felgen soweit eingesprüht und ich denke, der kann sich sehen lassen. Angetrocknet ist nämlich nichts. Ist noch sehr, sehr feucht. Hat hier auch schon, sieht man ja, dass es dunkel geworden ist. Den Schmutz soweit ordentlich gelöst. Ne, schöne gelartige Formel, also das sieht ganz gut aus. Mal abdampfen, mal gucken, wie die Felge dann aussieht. Aber bevor wir abdampfen, machen wir jetzt hier nämlich soweit noch Insektenentfernung. Zack, machen wir hier locker aus der Hand. So, und dabei ganz wichtig, ordentlich zerstäuben, damit ihr möglichst viel Reiniger auf die Fläche bekommt, aber möglichst wenig vom Reiniger halt benutzt. Weil viele gehen halt immer noch hin und sprühen dann so. Das ist halt die komplette Verschwendung, Leute. Macht das auf gar keinen Fall. Und wie gesagt, hier Polycarbonat, Scheinwerfer und so, auch ein bisschen so auf die Haube mit drauf. Spiegelkappen nicht vergessen. Genauso wie natürlich, jetzt habe ich selber so dumm gesprüht, weil ich nicht geguckt habe, selber natürlich hier auch auf die Windschutzscheibe, weil da sammeln immer auch die Insekten immer. Also alle Bereiche ganz easy, kennt ihr ja.
Okay, schauen wir uns an, wie sieht das Ergebnis der Felgenreinigung aus? Und alter Schwede, also der Pink Attack hat hier wirklich super Arbeit geleistet und genauso muss man natürlich dazu sagen, das Felgenwachs hat hier natürlich auch dazu beigetragen, dass jetzt nicht mehr der Bremsschaum so gut dran haften konnte. Also solides Ergebnis für einen guten Felgenreiniger, absolut. Ja, die Front sieht soweit auch wieder deutlich besser aus. Ja, achtet nicht hier auf die Löcher neben dem Kennzeichen, ich weiß. Und hier Beschädigungen dran, hier sind Kratzer. Also bei der Stoßstange, da ist wirklich so ziemlich nichts mehr zu retten. Da müsste man echt mal hingehen und eine Neulackierung machen, weil die ist halt echt zerbombt. Genauso ähnlich wie auch hier meine Motorhaube. Die hat natürlich hier schon knapp 250.000 Kilometer gesehen und da echt einiges mitgenommen. Egal. Als nächstes kommt die Vorwäsche. Ja, wunderschönes Gerolsteiner. Nein, natürlich Leitungswasser. Lange, lange her, lange nicht mehr so gemacht. Dementsprechend rein in der Olga mit dem Liter und vom Just Clean, vom Shampoo. Oh, wir wollten eine Riechprobe noch machen, weil ich hatte ja angekündigt. Und ganz ehrlich, ich finde das geil. Das riecht wirklich so kokosartig, wenn ich das richtig interpretiere. So, ne, erstmal aufmachen. Also das ist so ein Dispenser-Ding hier. Nach links ist öffnen. 20 Milliliter. Oh, schöne Viskosität, guck mal. 20 Milliliter nehmen wir uns jetzt für die Gloria. So, das hätten wir. Zack. Und rein damit, ab geht's. So, endlich mal wieder schön einschauen die Kiste. Der hat es auch echt nötig. Also ordentlich pumpen hier. Dann bin ich mal gespannt. Info, ich habe den blauen Filter drin. Mal gucken, wie das Ergebnis dann ist. Und ihr seht, hier sprudelt es schon. Wuhuhu. Leute, das ist ein breiter, schöner Strahl. Vielleicht ein Ticken zu dünn, das Sprühbild, aber ich bin ja eher auf dem Trip aktuell, diese etwas dünneren Sprühbilder, weil ich die ganz cool finde. Finde ich ganz gut. Ein Ticken dicker hätte ich es noch gerne, aber so sieht es schon mal ganz gut aus. Radkästen nochmal auch noch ein bisschen mit rein. Wunderbar. Also, ja, ein Ticken zu dünn. Ich würde es ein Ticken dicker machen, vielleicht so 2 bis 5 Milliliter mehr vom Just Clean Shampoo da rein. Aber so, geile Nummer, oder? Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Hey meine Freunde, schaut das hier alles an. Ich habe den Wagen soweit erfolgreich eingeschäumt. Das ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen abgelaufen. Ey, ohne Scheiß, richtig geiles Zeug. Und dieser Kokosduft, ja, liegt ein bisschen in der Luft. Der könnte was intensiver sein. Aber roundabout, echt coole Nummer. Bin ich jetzt mal gespannt, was der so an Dreck schon runterholt. Hier mit der Vorwäsche und bei der Handwäsche nehmen wir es natürlich gleich auch noch. So Freunde, Vorwäsche soweit durch und ich denke, das Endergebnis von der Vorwäsche kann sich jetzt soweit sehen lassen. Ordentliches Ergebnis hier, hat einiges hier gerade an den Seiten von dem Schmutz schon runtergeholt. Wir haben natürlich, das will ich nicht bestreiten, ne? Hier haben wir auf jeden Fall immer noch, aber wenig, soweit für statischen Schmutz drauf auf dem Lack. Das ist logisch, weil den kriegen wir nicht über die Vorwäsche komplett runter. Hier hinten sieht man es auch noch, aber grundsolid. Top-Ergebnis, finde ich ganz gut. Dementsprechend bereiten wir jetzt mal die Handwäsche vor. So, ich habe schon vorbereitet, da, was habe ich eingefüllt? 35 Milliliter hier soweit in den Eimer bzw. hier auf den Handschuh. Und so können wir das ideal auffüllen, das kennt ihr ja. Ich habe das schon gedrückt. Oh, das schaut ja ordentlich. So, dann füllen wir erstmal ein bisschen auf. Und der Trick dabei ist halt, ihr kennt es mittlerweile, in den Eimer reinhalten, damit das Ganze richtig schön aufschäumt, sodass wir hier ein optimales Schaumbild gleich auch auf dem Lack haben und füllen, über den Lack gleiten können mit dem Handschuh. Wunderbar, passt. So, Handwäsche, los geht's. Also Schaum. Der ist definitiv da. Gleitverhalten sieht soweit auch gut aus. Handschuh hier, Bündchen einklappen. Ja, also ich denke, das gleitet das Zeug. Also da kannst du nichts gegen sagen. Und mittlerweile gehe ich auch hin und benutze den mehr so als Schwamm, indem ich das nämlich hier einklappe, wie gesagt, und dann hier so locker flockig drüber gehe. Also Wahnsinn! Krass. Das gleitet wirklich sehr, sehr geil. Okay. So, nochmal einen Seitenwechsel. Wunderbar. Schwarzer Waschhandschuh, unterer Teil des Fahrzeuges.
Und ihr seht, dass ich mir hier wieder diese sinnbildliche Linie geschaffen. Gehe hier bis zur Vorderseite vom Schweller. So weit drüber. So. Ja, sieht okay aus. Und dementsprechend jetzt natürlich hier noch die untere Schwelle vom Schweller, die ja, deutlich mehr verschmutzt ist, aber immer noch nicht so krass. Also es geht. Habe ich schlimmer erwartet. Auto soweit komplett erfolgreich gewaschen. Jo, gerade noch mit dem Kollegen gequatscht, deswegen hier vorne ein bisschen getrocknet. Hier oben sieht man auf jeden Fall noch Wasser drauf. Das heißt, wir müssen jetzt hingehen und den Bums schön abtrocknen mit meinem geliebten Wonder Dryer Trockentuch. Bestes Trockentuch auf dem Markt, kennt ihr ja. Nehmen wir einen Kofferraum, da haben wir noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit bzw. Flüssigkeit drauf. Wir ziehen hier einmal locker drüber und machen die Kiste soweit wunderschön trocken. Richtig gut, ohne Wasserflecken, ohne alles, so soll das sein. So macht das Spaß. Ne? Also das Tuch könnt ihr auch ideal benutzen hier, indem ihr über die Scheiben drüber geht. Da habt ihr genauso wenig Probleme. Das funktioniert auch. Zack. Auch immer wieder wichtig, wo ich es gerade sehe, wo ich daneben stehe, macht den Tankdeckel auf, holt hier die Feuchtigkeit mal kurz raus. Das geht auch easy. Genauso wie auch Türholme und die Bereiche nicht unterschätzen, nicht vergessen, damit da nichts anfängt zu modern, zu gammeln, zu rosten womöglich, je nachdem, was ihr für ein Fahrzeug habt. Ne? Also geht hier auf jeden Fall da lang und natürlich unter der Tür selbst auch nochmal vorbei, ist ganz wichtig. Motorhaube genauso auch, muss man auch aufmachen und da nochmal was machen. So, erfolgreich abgetrocknet. Jetzt gehen wir hin, nehmen das One Wax Sprühwax Pure Beat. Bin ich mal gespannt drauf. Ziemlich direkter Strahl. So, wird bestimmt wieder viel zu viel sein, wie ich mich kenne. So, sauberes Mikrofaser. Ist das Kaugummi? Ich weiß nicht. Riecht auf jeden Fall ziemlich geil. So, und dann verteilen wir das mal hier drauf. Lässt sich auf jeden Fall gut verarbeiten. Ja. Ich habe zu viel drauf gemacht. Ich sehe es, ich weiß. Arbeiten wir es erstmal ein und dann ein bisschen hier Überschüsse auspolieren. Geht aber noch. Aber der Geruch ist Hammer. So, okay. Mache ich weiter fertig und dann gucken wir uns Beading Sheeting gleich auch nochmal an. So, los geht's. Beading Sheeting. Ich bin gespannt. Alter Schwede. Guckt euch das mal an, wie die Tropfen hüpfen. Ich bin komplett auf Sprühen. So. Boah. Also Beading? Alter Schwede, was ist denn das für ein Kontaktwinkel? Sauberst. So, dann gucken wir jetzt aber auch noch das Sheeting an. Ordentlich. Boah. Sehr, sehr geil. Also das ist ein echt gutes Ergebnis. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Ich mache noch mal ein paar Wassertropfen für euch drauf und dann zeige ich die euch auch noch mal in der Nahaufnahme. Boah, echt geil. Solides Ergebnis. Also da kann man nichts gegen sagen. So, schauen wir sie uns nochmal an. Also ich denke, das kann sich sehen lassen. Die sind echt in Ordnung. Für ein kleines Sprühwachs ist das wirklich eine Top-Leistung. Also wenn ich die Sprühversiegelung noch testen soll, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. So, meine Freunde, das Endergebnis könnt ihr jetzt hier bestaunen. Schaut euch das mal an. Also der macht einen richtig schönen Spiegeleffekt auf den Lack. Das Wachs, das sieht richtig gut aus. Felgen auch wieder schön sauber geworden. Ich habe jetzt gerade noch von Dr. Wachs soweit einen Reifenglanz drauf gesprüht. Das musste auch noch sein. Sieht Ordnung aus. Und guckt euch das mal an. Schöne Wolken, aber die Wolken, die wir sehen wollen, nämlich die Wolken von dort oben. Also dementsprechend, ich denke, so One-Wax-Sachen ganz solide. Echt ein gutes Ergebnis hier gehabt. Geruchstechnisch okay. Hier und da noch ein bisschen ausbaufähig. So zum Beispiel bei dem Kokosduft, wie gesagt, da könnte noch ein bisschen intensiver riechen. Ansonsten wirklich top. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Ich verlinke euch die Sachen. Daumen hoch fürs Video. Haut rein. Bis zum nächsten und ciao.